willkommen zum Thema des Monats Aufräumen. Aufräumen heißt Ordnung zu halten. Denn wer schon im Kindesalter lernt, sich und seine Umgebung zu sortieren, hat später als Erwachsener weniger Schwierigkeiten damit, sich und seine Umgebung sauber zu halten. Achtet auf die Umwelt. Nicht einfach alles gedankenlos wegwerfen. Den Müll zu sortieren. Achtet auf euer Kinderzimmer. Vorteil: die Verletzungsgefahr nimmt ab, wenn ihr alles gleich wegräumt. Der kleine Bruder steckt nicht das Legostein einfach in die Nase oder kann dies verschlucken. Man findet seine Sachen besser, es ist hygienischer. Das Spielen und der Aufenthalt im eigenen Kinderzimmer ist dabei auch angenehmer. Privat im Haushalt mithelfen. Wäsche sortieren, sein Bett machen, Geschirr gleich in den Spülmaschinenraum räumen. All dies lernt ihr in diesem Monat.